Hallo ihr Lieben, ich möchte euch heute mal zeigen, wie ich Zucchini trockne, um ja einen Wintervorrat anzulegen als Suppengemüse. Ne? Also trocknen ist ja eine wunderbare Sache, wie du Gemüse oder Äpfel, also Obst und Gemüse, wie du das haltbar machen kannst und gleichzeitig viele Inhaltsstoffe behältst. Und ich habe mal mehrere Versuche gestartet mit diesen Zucchinis und das möchte ich euch mal zeigen. Also, ich greife mal hier rüber, zeige dir das mal hier. Das ist einfach auf einer Pappe, das siehst du hier, die Stücken, die hier sind, die habe ich vorhin frisch erst aufgeschnitten. Ja, und du siehst hier sind sie schon kleiner geschrumpelt und am längsten, ja, das sind die hier. Die sind meines Erachtens schon fast fertig. Ich lasse noch ein bisschen, weil da noch die dicker geraten sind, die sind noch zu weich. Aber ansonsten, du siehst hier, wie dramatisch die zusammenschrumpeln. Aber das ist dann halt für den Winter ein herrliches Suppengewürz, beziehungsweise ja, kannst du dir eben da eine schöne Zucchini-Suppe oder du machst es ans Gemüse mit dran. Geht wunderbar. Also auf diese Weise kannst du es machen. Einfach auf einer Pappe. Dauert mehrere Tage. Also ich würde jetzt schon sagen, ja, ungefähr eine gute Woche. Lasse ich die schon trocknen. Bei schönem Wetter sind die dann auf dem Balkon draußen. Ja, kriegen dann auch ein bisschen Sonne und Luft. Das ist schon gut, auch dass, wenn da ein bisschen Wind drüber geht. Also hier an der Wohnung. Das ist nicht unbedingt so ideal. Was ich dann auch probiert habe, ich habe mal hier diese Spieße genommen. Und das sind ursprünglich auch die so, dass du mal einen Größenvergleich hast. Das sind frische Zucchini-Scheiben, die ich jetzt hier auf einem Teller zeige ich dir dann gleich. Ne? Ja, ungefähr 3 mm dick, 3 bis 4 mm dick, so sind die. Und dann siehst du, wie, ja, was da übrig bleibt. Also nicht viel. Also das stört mich nicht, das ist ja beim Trocknen auch, ist das ja normal. Ich möchte es, wie gesagt, eben haltbar machen, auch, naja, eine Art, sagen wir mal, Krisenvorsorge. Es ist schon gut, in der jetzigen Zeit ein bisschen irgendwas halt zu Hause zu haben. Also wie gesagt, so kannst du es auch machen, ganz dünne, das sind, glaube ich, Schaschlikspieße. Und was ich jetzt noch probiere, ich zeige dir erstmal, wie ich sie aufschneide, unabhängig von der Methode. Also hier siehst du die Original-Zucchini. Ja, ich habe jetzt hier bloß ein bisschen Haushaltsfolie drumherum gemacht, um das Austrocknen hier zu stoppen. Und ansonsten habe ich die hier nur geviertelt, also in Schama. Das sind so ungefähr, ja, 4-5 mm starke Scheiben. Das variiert natürlich auch ein bisschen. Und was ich jetzt gemacht habe, das ist jetzt mal ein Versuch. Ich habe die nämlich jetzt hier alle aufgefädelt. Also ich habe schon angefangen. Die auf dem Teller sind, die kommen hier noch hinzu. Das ist dünner Faden. Vielleicht halber Millimeter stark oder so. Und ich habe jetzt, eine stärkere Nadel hatte ich mir mal besorgt. Also die hatte ich da, weil ich mal vorhatte, wenn du im Leder nähst, brauchst du ja stärkere Nadeln. Und diese starken Nadeln habe ich mir da mal besorgt. So, und ich zeige dir mal, wie ich das mache. Das Auffädeln geht nämlich ganz einfach. Ich habe jetzt hier die Zucchini vor mir liegen und ich lasse die so, wie sie sind und tue da einfach hier einmal durch den ganzen Stapel durchstechen.
Ich hoffe, du siehst. So, schieb die Nadel durch. Und dann habe ich hier, ja, mit einer Zange geht das besser. Du kannst auch, ja, mit der Hand machen, aber man hat ein bisschen mehr Kraft. Ziehe ich mit der Zange hier die Nadel durch und dann wird das hier alles zu den anderen aufgefädelt. Ja, zeig dir das nochmal. So sieht das dann aus. Also das geht ruckzuck. Ich habe hier an der Stelle schon an dem einen Ende eine Schlaufe gemacht. Und dann kommt, wenn ich da fertig bin, kommt dann hier an dem anderen Ende, kommt auch noch eine Schlaufe hin. Und dann hänge ich das waagerecht, wird das aufgehangen. Und dann trocknen die. Also das geht jetzt, das ist meines Erachtens so die schnellste Variante. In Scheiben geschnitten sind sie schnell. Geviertelt, das ist auch schnell. Und dann mit der Nadel hier einmal durchgestochen. So, ja, ich nehme die Zange, weil man hier hat man ja durch den Knoten, der hier ist, noch ein bisschen wie einen größeren Widerstand. So, wenn das durchgezogen ist, durch das Auffädeln. Wie gesagt, der Faden, der ist jetzt auch so lang, weil ich das an der Stelle, wo ich die Zucchini aufhängen möchte, ja, weil der dort so lang sein muss. Ne? Aber ansonsten geht das ruckzuck durch. Ne? Zeig's dir hier nochmal. Der Zange durchziehen. Zack, erledigt. Nächster Stapel. Ja, so. Durch. Gut. Ja, und dann zeige ich dir das Ganze nochmal, wenn das dann fertig ist. Ja, ihr Lieben, so sieht das jetzt aus, wie die Zucchini-Scheiben aufgehangen sind. Ich habe das hier, ja, unter der Decke gemacht, an zwei Haken aufgehangen. Ja, das siehst du hier, alle schön auf Abstand gebracht, so dass die Luft hier dazwischen kann. Und da hängt das jetzt hier, ja, vielleicht eine reichliche Woche, würde ich sagen, bis es richtig zusammengeschrumpelt ist. Und dann können sie abgefüllt werden.